Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Ich habe im letzten oder vorletzten Video, je nachdem wie die Reihenfolge jetzt hier auf YouTube ist, gezeigt, wie ich persönlich die Mikronährstoffe einnehme. Und ich habe hier dir nochmals die Basics aufgeschrieben. Ich habe da schon öfters drüber gesprochen. Deswegen nochmals ein ganz kurzes Video über die absoluten Basis-Mikronährstoffe, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Wenn es hier ein Mikronährstoff fehlt, wo du sagst, Mensch, wieso hat er denn den nicht aufgeschrieben, wie dieser oder jener, dann ist das eben so. Dann kannst du den gerne noch dazu einnehmen. Ich persönlich nehme ja auch mehr ein. Aber das ist die Basis. Wir brauchen für die mitochondriale Atmung, dass die Mitochondrien funktionieren, bestimmte Mikronährstoffe. Und hier sind mal so gut wie alle dabei. Es gehört natürlich eine gesunde Ernährung noch dazu, weil wir brauchen auch Polyphenole und Phospholipide und Omega-3-Fette. Okay, gut. Also Vitamin C immer bitte als Basis, und da sage ich ja auch immer 1000 bis 3000 Milligramm Vitamin C. Als zweites Vitamin D. Und das sage ich immer pro Woche. Du kannst das auch dann teilen pro Tag. Das wäre sogar noch besser, aber es geht auch, wenn man es pro Woche einmal einnimmt. 20.000 bis 40.000 Einheiten. Das gleiche gilt fürs Vitamin A. 20.000 bis 40.000 internationale Einheiten. Und Vitamin K2 pro Woche einfach 200 mal 7 Mikrogramm. Das wären dann 1400 Mikrogramm. Ja, 1400 Mikrogramm. Nicht, dass ich mich noch verrechne. Also 200 Mikrogramm pro Tag. Du kannst es auch teilen, geteilt durch 7, und dann die jeweilige Dosierung tagtäglich einnehmen. Alle B-Vitamine. Und dann nimmst du am besten einen Vitamin B-Komplex. B1, 2, 3, 5, 6, 12 Folsäure, Biotin, um diese zu nennen. Es gibt auch noch weitere B-Vitamine, die sind aber meist in den Komplexen nicht drin und gehören auch nicht wirklich zur Basis. Das als Basis. Und da würde ich ein ordentlich dosiertes Präparat nehmen. Ich persönlich orientiere mich dann immer am B12, das hier ungefähr in einer Kapsel 500 Mikrogramm Vitamin B12 als Methyl- oder als Adenosyl- oder Hydroxycobalamin drin sind. Und da habe ich auch ein Video drüber gemacht, über das B12. Und dann schaue ich, dass die restlichen auch alle drin sind. Das ist wichtig. Und dann nehme ich 1 bis 2 Kapseln am Tag. Magnesium. Magnesium nehme ich 300 bis 900 Milligramm pro Tag ein und auch als entweder als Citrat oder Treonat oder ein Multikomplex-Magnesium, wo verschiedene Salze drin sind. Da gibt es auch viele auf dem Markt. Da kannst du auch schauen, welches du gut verträgst. Okay, man kann auch mal abwechseln. Das gleiche gilt für Zink, 15 bis 30 Milligramm pro Tag, und auch hier gibt es verschiedene Zinksalze, also Zinkcitrat oder Zinksulfat oder ähnliches. Selen, also 15 bis 30 Milligramm, ich lese nachher noch mal kurz vor. Selen 200 Mikrogramm als Natriumselenit. Und das habe ich schon so oft gesagt, das Natriumselenit, das ist aus meiner Sicht das Beste, da ich schon über 50.000 von diesen Selenwerten im Vollblut gesehen habe. Und damit kommen wir auf die ordentliche Dosierung. Und das habe ich aus der Onkologie übernommen. Und dabei bin ich geblieben.
Und wenn du ein Methioninselen oder Cysteinselen oder Selenhefe oder ähnliches nehmen möchtest, gut, kannst du machen, aber da habe ich schon Überdosierungen gesehen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich persönlich nehme Natriumselenit mit IT hinten. Q10, 50 Milligramm reichen hier, aber auch gerne höher dosiert bis zu 150 Milligramm, je nachdem, was man erreichen möchte für das Herz oder den Sport oder die Energie. Alpha-Liponsäure nehme ich persönlich 600 Milligramm, da sage ich immer 200 bis 600 Milligramm. Hat eine kurze Halbwertszeit, ist nach 3 bis 4 Stunden wieder weg, aber der Körper hat wenigstens dann mal die Liponsäure bekommen. Mir persönlich ist es egal, ob es eine R oder sonst was für eine Alpha-Liponsäure ist. Ich nehme einfach eine normale. Aber du kannst das auch machen, wie du das möchtest. Hauptsache, du nimmst die Alpha-Liponsäure. Und dann haben wir noch das L-Cystein. Da nehme ich persönlich auch so 500 bis 1000 Milligramm. Und so empfehle ich das auch meinen Patienten als Vorstufe vom Glutathion. Und hier haben wir auch die Stoffe hier in der Liste, wo Schwefel enthalten ist. In Alpha-Liponsäure haben wir 2 Schwefelgruppen, hier haben wir 1 Schwefelgruppe. Deswegen steht hier auch kein weiterer Schwefel, okay? Das reicht in der Basis. Und wenn ich meinen Patienten das aufschreibe, dann sind die schon überfordert genug. Ich schaue noch kleine Tipps. Ich schaue, dass ich Kombinationspräparate mir suche, wo es Selen, Zink, Magnesium, die B-Vitamine zum Beispiel schon drin sind oder auch die eine oder andere Aminosäure. Da gibt es Kombipräparate und dann rechne ich mir aus, dass ich auf die Dosierung komme und mache dementsprechend so viele Kapseln auf. Manchmal sind es dann auch 15 Kapseln oder nehme halt diese Beutelchen und schaue, was ich noch zusätzlich dazu mit reinmische. Das habe ich ja vorgemacht in diesem YouTube-Video, wie ich persönlich meine Mikronährstoffe tagtäglich einnehme. Gut, nochmals, Vitamin C 1000 bis 3000 Milligramm, Vitamin D 20 bis 40.000 Einheiten pro Woche, A dasselbe 20 bis 40.000 Einheiten pro Woche, Vitamin K 1000 bis 1400 Mikrogramm pro Woche oder teilen und täglich einnehmen die entsprechend geringeren Dosierungen. Die ganzen B-Vitamine sind wichtig und zwar bitte alle. Schau, dass auch B1 oder B2 drin ist. Ich bin auch schon reingefallen und habe gesehen, hoppla, 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 was ich jetzt die letzten Wochen einnehme. Da war ja gar kein B1 drin oder kein B3. Oh Mann, hoppla, oder Biotin hat gefehlt. Ist natürlich nicht gut, dann habe ich wieder das Präparat gewechselt und das Richtige dann bestellt. Ist mir auch alles selbst schon passiert. Magnesium 300 bis 900 Milligramm, bisschen aufpassen, dass da kein Durchfall entsteht, weil Magnesium kann auch Durchfall machen, wie auch Vitamin C, dann muss man es zum Essen dazu einnehmen. Zink 15 bis 30 Milligramm pro Tag, sehr wichtig. Auch fürs Immunsystem zur Infektabwehr mit Vitamin C und Vitamin D. Selen 200 Mikrogramm finde ich eine gute Dosierung als Selenit. Schau bitte, das ist meine Empfehlung, dass du ein Natriumselenit dir kaufst. 200 Mikrogramm. Coenzym Q10 50 Milligramm pro Tag, gerne auch mehr. Ist ganz wichtig. Alpha-Liponsäure 200 bis 600 Milligramm. Wer das jetzt ganz genau machen möchte, der darf es auch noch von mir hören. Dann nimmt man halt dann morgens, mittags und abends jeweils 100 oder 200 Milligramm ein. Dann hat man über den Tagesverlauf einen ordentlichen Spiegel. Ich mache das persönlich nicht so. Ich nehme es einmal am Tag. Okay? L-Cystein 500 bis 1000 Milligramm gehört bei mir auch immer noch dazu. Und jetzt sage ich es nochmals, Lysin, Arginin, MSM, Zeolit, was fällt mir noch ein? Hochdosiertes Vitamin B12, höher dosiertes Zink,
Bor, Mangan, Molybdän, Chrom, die ganzen Spurenelemente, die es auch noch gibt und so weiter. Ja, die sind natürlich auch wichtig. Aber A möchte ich dazu sagen, wir essen ja auch etwas noch. Wir ernähren uns ja nicht nur von Mikronährstoffen, okay? Und wenn du auf eine gesunde Ernährung achtest, ist da ja auch schon einiges drin, auch von den Spurenelementen. Das sind die üblichen Verdächtigen, die in unserer Nahrung als allererstes einmal fehlen und auch der Mehrbedarf, den wir dann brauchen in unserer heutigen Umwelt, in der wir leben, da wir viel mehr belastet sind mit Toxinen und auch mit Slow Virus Infections und so weiter, also mit diesen Silent Inflammations, mit diesen stillen Entzündungen. Da braucht unser System einfach Unterstützung. Und wenn du hier Interesse hast, dann ist das mal eine kleine Liste, die Sinn macht. Ich werde mir die Mühe machen und es diesmal unten unterm Video nochmals aufschreiben. Dann kannst du es nochmal nachlesen. Ich reiße es jetzt ab und mache mir die Mühe und schreibe das dann auch noch auf. Okay? Und jetzt darf ich noch eins sagen, mal was ganz anderes. Ich kriege jetzt ja viele Kommentare und ich sehe, dass viele Kommentare, dann schaut sich jemand das Video an und dann kommt irgendeine Frage und ich bin wirklich sehr, sehr beschäftigt mit meinen Patienten. Ich habe bisher, glaube ich, fast alle beantwortet. Es waren Stunden und Aberstunden noch zusätzlich. Ich habe oft gesehen, dass ich habe das ja alles schon erzählt. Die Fragen, die kommen, die habe ich doch schon Videos drüber gemacht. Also, da bitte ich dich, wenn das jetzt das Handy ist und du hast hier YouTube aufgeschlagen oder der Computer, dann ist da oben ja, das Bildchen hier von uns und dann steht hier der Kanal Karmananda ganzheitlich und dann kann man einfach mit der Maus oder mit auf dem Handy auf das Bildchen klicken, auf den Kanal und dann kommt der Kanal selbst, okay? Und dann kommen immer ein paar Videos völlig durcheinander. Und du kommst gar nicht auf alle Videos drauf, dann bitte ich dich, oben auf dem Kanal dann ist ein Button Videos. Die meisten wissen das, aber viele wissen es nicht. Dann auf den Button Videos drücken oder klicken und dann kannst du runter scrollen. Dann kommt in der chronologischen Reihenfolge kommen alle Videos, weit über 100. Und dann kannst du dir, wenn ich zum Beispiel sage, schau dir doch mal das B12 Video an oder das Vitamin D Video oder Zink und Vitamin C habe ich eins gemacht und so weiter. Q10, Alpha-Liponsäure, Cystein habe ich überall ein Video gemacht. Scroll runter und schaust dir an. Und das Ganze hier sind Empfehlungen, das Bewusstsein zu erweitern in der Gesundheit, das sind keine Heilversprechungen, das ist keine Therapie, das ist einfach nur aus der ärztlichen Praxis für die tägliche Praxis sind das Empfehlungen. Also es ersetzt niemals den Arztbesuch, das darf ich auch immer dazu sagen, das ist ganz wichtig. Und ich darf auch keine Werbung machen für die einzelnen Präparate, welches hier besonders gut ist. Nehmen dieses Vitamin C oder jenes Magnesium. A sind viele sehr gut, muss ich dazu sagen. Es gibt natürlich auch Billigware, das gibt es überall. Also schlechtere Qualität. Ich darf keine Werbung machen aus rein formal juristischen Gründen. Das ist rechtlich nicht erlaubt als Arzt und das mache ich auch nicht bei meinen Patienten. Mit denen rede ich genau gleich. Das ist nicht erlaubt, da darfst du gerne deinen Apotheker fragen oder schaue selbst im Internet nach. Es sind ja oftmals auch so Rezessionen dabei, so Bewertungen. Da kannst du dann auch mal nachlesen, ein bisschen nachforschen. Das macht auch Spaß. So mache ich das schon seit ganz vielen Jahren. Klar, ich gehe auch auf Kongresse und Fortbildungsseminare und Symposien und treffe da häufig die Leute der einzelnen Pharmafirmen, die da ihre Stände haben und rede mit denen und frage nach. Sicher habe ich natürlich viel mehr Ahnung und kenne mich da sehr gut mit aus, aber hier auf YouTube geht das wirklich nicht. Dafür musst du bitte Verständnis haben und
Es ist aber auch eine schöne Sache, sich da selbst ein bisschen reinzuarbeiten. Okay, ein kleiner Tipp noch. Was ich vermeide, sind gepresste Kapseln, also Tabletten. Ich schaue, dass es in Pulverform ist zum Aufmachen oder in Gelform. Q10 ist häufig in Gelform. Ich schaue, dass es in Pulverform ist, dass ich die Kapseln aufmachen kann, so wie ich es in dem Video gezeigt habe. Da schaue ich drauf. Ich mag keine gepressten Tabletten. Da will ich jetzt auch nicht sagen, ob die Qualität da dann schlechter ist, aber ich mag das nicht. Ich schaue nach Pulver, flüssig. Flüssig darf es auch sein, liposomal verpackt flüssig oder auch eben in Kapseln als Pulver. Da kann ich dann die portionierten Kapseln, die weiß ich genau, wie viel drin ist, dann aufmachen und mir dann als Pulver dann zusammenmixen. Oder nach Kombinationspräparaten, die auch in Kapseln verpackt sind als Pulver oder eben in Beuteln. Gut, das wär's für heute. Alles Gute und viel Gesundheit wünsche ich dir und viel Erfolg natürlich, weil es bringt wirklich was. Ich finde es sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.